Mal gucken, wie wir das machen können. Heute haben wir ja dazu auch noch nichts drin. Bodendiele. So, mal gucken. Mein Kumpel Flachs. Hey, Flachs. Stell dich doch mal bitte kurz dahin auf das lose Bodenbrett, ja? Klar, Kumpel, was immer du willst. Ja, mal gucken. So, und jetzt auf die lose Bodendiele. Buff! Hui! Flachs, du hast es geschafft. Mann, ganz schön hart. Der Sprung? Der Boden. So, ich glaube, ich weiß, was wir jetzt machen können. Wir machen erstmal den eingerollten Teppich wieder dahin. Nette Tarnung. Machen die Schubläden wieder ordnungsgemäß, dass die Geheimtür zu ist. So. Da ist die Tür wieder zu. Und dann ziehen wir nochmal am Seil. Komm schon, eure Hoheit. Ich natürlich. Oh Gott. Autsch. Ach, die schönen Adventures. Ich hoffe, der Butler hat sich beim Sturz durch die Falltür nicht zu schwer verletzt. Natürlich nicht. Ach was, schlimmstenfalls ein wenig den Fuß verstaucht. Ja. Alter, ist das ein Billigwitz. So, der Butler ist weg. Ich denke mal, wir können jetzt da oben bestimmt was machen, woran uns der Butler bestimmt gehindert hätte. Ich hätte das vorher mal nachschauen sollen, aber naja, leider kenne ich schon den Anfangspart. Aber den Rest des Spiels kenne ich leider überhaupt nicht. Von daher bin ich jetzt von mir selber erstaunt, dass ich das hier ohne Komplettlösung geschafft habe. So, mal gucken, was können wir denn hier so Feines klauen? Die Angeltrophäe? Die passt mal eben in den bonusen Beutel. Der berühmte eine Fisch, den man nicht gefangen hat. Ne. Wie der berühmte eine Fisch. Tolle. Ja. Tolle Darstellung. Gießkannen. Ups. Ups. Schätze, das ist König Nix freundliche Art zu sagen. Lasst meine Pokale in Ruhe, ihr elenden Diebe. Dann sollte man den mal wieder da hinstellen. Dieser Pokal nützt mir herzlich wenig, wenn ich damit hier nie wieder rauskomme. Ja. Der nützt echt nichts. Oder können wir was Ebenwürdiges da drauf stellen? Machen den mal drauf. Machen vielleicht mal die Spieluhr drauf. Oha, zu schwer. Das sah gerade komisch aus. Oha, zu schwer. Verdammt, das geht nicht. Dann müssen wir den Pokal wieder drauf machen. Dieser Pokal nützt mir herzlich wenig. Ja, ist gut. So, da stieß leider die Tür. Da sind wir schon mal ein klein wenig schlauer. Ansonsten aus dem Fenster raus können wir aber nicht, oder? Nö. Was anderes haben wir aber leider nicht. Wir können aber den Gießkannenpokal irgendwie mitnehmen. Ich weiß bloß nicht, warum. Gucken wir uns einfach mal ein bisschen um. Da haben wir noch den Schrank, aber ich glaube, der nützt uns erstmal nichts. Laboratorium. Gucken wir auch mal rein. Ansonsten habe ich auch die Verpackung von Toonstruck neben mir liegen. Habe ich natürlich in Big Box. Auch eine schöne Aufmachung vor allen Dingen. Sehr kindergerecht. So, kann dieser feine Wirrwarr. Ich hab's geknackt. Was hast du denn geknackt? Nein, so nicht.
Oh, vielen Dank, Gentlemen. Aber mein Geburtstag ist leider erst in ein paar Monaten. Ach, schade. Das ist für den Niedlifizierer. Oh, das ist ja wirklich süß von euch. Aber der Niedlifizierer hat auch erst in ein paar Monaten Geburtstag. Oh. Wir glauben, dass es eines der fehlenden Bauteile ist. Aber warum sagt ihr denn erst, es sei ein Geburtstagsgeschenk? Oh. Naja, ist ja auch egal. Probieren wir es einfach mal aus, okay? Ja. Im Geheimraum. Die Teile werden also einfach in die Öffnungen rund um die Steuerung des Niedlifizierers eingesetzt? Ja, stimmt. Wenn man alle Bauteile installiert hat, drückt man einfach auf den großen roten Knopf, um die Maschine anzuwerfen. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, wird uns der Computer Bescheid sagen. So, das Lustige ist, es muss ein genauer Gegenteil, also die Gegenstände müssen das genaue Gegenteil von dem sein, was beim Übernator drin ist. Das Merkwürdige, das Gegenteil von Würfel ist Zucker, obwohl Würfel Zucker macht irgendwo Sinn. Sehe ich erst jetzt ein. Dann haben wir die Spieluhr. Was könnte dann da passen? Spieluhr. Spiele? Spieluhr? Einfach probieren. Können wir die irgendwo einsetzen? Mal gucken. Hier ist die Systemanalyse. Wir sind wohl ein wenig vergesslich, wie? Denk daran, die Maschine besteht aus 12 Bauteilen. Achso, wir müssen alle 12 Bauteile dazu haben. Dann haben wir noch einen Fisch. Walfisch. Das heißt, das gehört dahin. Gucken wir einfach mal. Ich denke mal, das genaue Gegenteil von Wal ist dann bestimmt ein Fisch. Spieluhr da oben, eine Spielbox. Ansonsten, das passt aber nicht zu was anderem. Eis? Nee, nicht unbedingt. Gehen wir einfach nochmal zurück zum Labor. Vergesst eure Sachen nicht. Na, die brauche ich ja nicht. Ach nee, die müssen wir tatsächlich mithaben. Dann müssen wir einfach später mal nachgucken, wie das dann so aussieht. Okay, gehen wir nochmal raus, weil da haben wir auch noch ein bisschen was zu erforschen. Oder wir können uns ja mal mit der Wache unterhalten, was ist denn da auf der Tafel? Zukünftiger Standort der königlichen botanischen Gärten. Ich kann's kaum erwarten. Ach ja, der Smiley-König. Sparky und Chipper heißen die beiden. Dann gehen wir mal zum Weg. Aber Schild, Schild, Schild und ein Schild. Oh, die Musik. Wirklich sehr Trickfilm-typische Musik. Der Kostümverleih. Kostümverleih, was hatten wir denn nochmal? Ein gratis Ausleihgutschein vom Kostümgeschäft. Und das war nochmal? Der Kostümverleih. Der Kostümverleih, dann gehen wir mal zum Kostümverleih. Genau an diese Tür. Da. So, Kostüme. Schau dir nur all diese coolen Aufmachungen an. Ja, da ist eine ganze Menge Stoff. Viel Stoff. Sieht ein bisschen aus wie ein Pirat. Schau dir nur all diese coolen Aufmachungen an. Ja, ich glaube, das brauchen wir nicht weiter anzugucken. Ein Umkleideraum. Ja, geben wir doch einfach mal diesen Gutschein der Kostümverleiherin. König Nick hat uns gebeten, seinen Kostümgutschein für ihn einzulösen. Oh, warten Sie mal! Das geht nicht! König Nick hat vergessen, die Einlösung des Gutscheins zu autorisieren. Sie wissen schon, er muss ihn irgendwie mit seinem königlichen Siegel abstempeln. Aha. Wow. Das tut mir jetzt leid, Miss Schnitt, aber da wir nun schon mal hier sind... Keine Chance! Ich brauche diesen Stempel hier drauf, Jungs. Ich meine, sonst könnte sich ja irgendwer einfach den Gutschein des Königs irgendwie schnappen?
Und ihn als seinen eigenen ausgeben oder irgendwie sowas. Also nicht, dass sie so etwas tun würden. Nee. Nein. Absolut nicht. Ich meine, das wäre doch schlicht und einfach falsch. Ja. Ja, unbedingt. Unvorstellbar. Ja. Cool. Ich wusste, sie würden das irgendwie verstehen. Ja, ganz toll. Wir können uns ja mal mit der Kostümverleiherin unterhalten. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie! Ist okay, ich kann das irgendwie entschuldigen oder so. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist denn irgendwie mein Kopf heute? Ich bin Miss Schnitt. Willkommen in Kostümerama. Also wenn man ihr schon sehr früh diesen Gutschein hingibt, weiß er schon, wie sie heißt. Also, jetzt hat sie uns erstmal erst recht ihren Namen sagen müssen. Ein Kostümbuch? Nein, nein. Sind ja nicht mal Bilder drin. Und, gefällt es Ihnen trotzdem, irgendwie? Aber klar. Ich meine, es gibt doch gar keine schlechten Bücher, oder? Es gibt irgendwie nichts Nobleres als das geschriebene Wort. Was für ein verrückter Zufall. Genau das Gleiche habe ich gerade zumal hier gesagt. Bücher sind einfach das Beste. Sie sind das Größte. Die guten alten Bücher. Mit all diesen Wörtern und so. Ach, ich kann gar nicht genug davon kriegen. Gib's auf, Flachs. Was immer du auch vorhast, es wird nicht klappen. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon du da redest, Mal. Also, Miss Schnitt, wie wäre es, wenn wir beide uns mal treffen würden? So irgendwie ein paar Bücher lesen. Bei mildem Kerzenlicht. Natürlich. Nur wir beide. Klingt verschärft. Das ist irgendwie total cool, dass sie so auf Bücher stehen, echt? Sie glauben ja gar nicht, wie viele Penner mich anzubaggern versuchen. Indem sie so tun, als ob sie gerne lesen. Lesen? Ich brauche mich irgendwie bloß 5 Minuten mit denen zu unterhalten. Bevor ich sie durchschaue. Ja. Normalerweise werde ich dann sowas von dermaßen sauer, dass ich sie mit einem Karate-Kick flachlege. Ich bin irgendwie nämlich ein totaler Schwarzgurt. Ach, wirklich? Oh nein! Wissen Sie, was ich vergessen habe? Ich muss das mit unserem kleinen Schmöker-Rendezvous nochmal nachchecken. Na, natürlich. Wissen Sie, Mal hier braucht nämlich meine Hilfe. Und da kann ich ja nicht einfach abhauen und ihn im Stich lassen. Ist das nicht so, Kumpel? Genau so ist das, Kumpel. Ja. Schweinepech aber auch. Schweinepech. Ja, fragen wir Sie doch nochmal über diesen Gutschein. König Nick hat uns gebeten, seinen Kostümgutschein für ihn einzulösen. Ach nee, ist ja das Gleiche. Oh, warten Sie! Das geht nicht! Sie will... Wow! Kann... Aber wussten wir schon alles. Ja. Na gut. Wir sind jetzt irgendwie echt weg. Ja, und besser schnell. Bevor du anfängst, immer so zu reden. Mal gucken, was wir da machen können. Wir brauchen die Unterschrift des Königs. Oder einen königlichen Stempel vor allen Dingen. Naja. Mal gucken, wo wir den herbekommen. Vielleicht können wir uns da im Labor irgendwas aussuchen. So. Gucken wir mal. Geben wir ihn mal. Wirrwarr. Hängen wir doch mal ein paar Sachen an ein paar Stellen. So spricht ein echter Wissenschaftler. Ich wollte wieder die Bauteile. Bitte. Nee. Den Zettel. Na, ich dachte, er könnte uns. Vergesst eure Sachen nicht. Ja, ist gut. Wie können wir das denn machen? Können wir denn mal beim König selber was nachfragen? Schau mal, da hängt eine Nachricht am Türknauf. Bitte nicht stören.
bin schwer beschäftigt damit, Alternativpläne zur Rettung meines Königreiches auszuarbeiten. Vielen Dank. Ja, da kommen wir leider nicht rein.